Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Es war jetzt eine ganze Weile Ruhe bei mir, ich weiß, aber ich hatte euch ja das gesagt, dass es ein bisschen schwierig ist während der Ferien. Der Johnny hatte ja jetzt ja, Kindergartenschluss und ist jetzt in die Schule gekommen. Einschulung haben wir soweit ganz gut hinter uns gebracht. Die Eingewöhnung ist noch ein bisschen schwierig. Also der Johnny geht erstmal nur ein paar Stunden in die Schule, also nicht den kompletten Schultag. Und man musste ihn auch zwischendurch schon mal wieder abholen. Und ja, das ist ein bisschen komplizierter, aber damit haben wir schon gerechnet. Und ich habe auch in der Zwischenzeit noch mein Zimmerchen umgeräumt. Für die, die ja mein altes Zimmerchen noch kannten, sieht das natürlich jetzt hier ein bisschen. Ja, es ist noch, ich muss noch hier so ein bisschen was machen. Durch dieses ganze Bearbeiten und Dings habe ich jetzt hier noch, guck mal, da, aber da klebe ich sowieso alles noch mit dran. Das heißt, wir haben jetzt den Zimmertausch vollzogen. Und da kommt auch noch eine Roomtour, wenn ihr Bock habt, aber nur wenn ihr Bock habt. Und jupp, jetzt sind wir soweit durch hier. Ich habe die ersten paar Tage erstmal genutzt, ein bisschen was zu machen, weil ich echt total auf Entzug gewesen bin, was das Basteln anging. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Scrapbook. Und zwar wollten wir ja zusammen das Gorgeous Scrapbook vorne, das Cover gestalten. Ich habe mich bei der Gorgeous hier für dieses etwas kleinere entschieden, weil ich habe wirklich mega, mega tolle Stempel, große und kleine und hauptsächlich kleine. Und da finde ich das ganz einfach schöner, diese kleinen so ein bisschen zu verarbeiten. Die großen kann man hier trotz alledem mit rein verarbeiten, aber ja, ich möchte natürlich auch die kleinen, denn, dass sie sich nicht in den großen so verlieren. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir das kleine. Und dann machen wir nachher das Cover zusammen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich so gemacht habe in den letzten Tagen, wo ich auf Entzug gewesen bin. Und zwar hat mich ja auch das ETC-Fieber. Fieber vor allem, der Fieber gepackt und da habe ich meine ersten gemacht. Ich finde die Stempel so mega cool, oder? Die sind so. Das Rotkäppchen fällt. Hab nur nicht das richtige Rot gefunden dafür. Die sind so mega cool. Ich habe noch keinen Namen dafür oder so. So, das hier, ich habe hier hinten praktisch das allererste Mal, ne, die hier. Also die hier waren von meinem allerersten Versuch, Hintergründe mit Stempelkissen und diesen Schwämmchen da alleine zu gestalten. Ich habe mir dann noch ein paar andere, wirklich sehr tolle von Tim Holtz geholt. Diese, District Inks habe ich mir einige bestellt. Und gestern kam das erste von den Oxiden an. Da warte ich aber noch von Kreativbund. Das dauert bei denen ja immer so ein bisschen. Ich will noch ein paar mehr. Also die sind wirklich Gold wert. Die sind ganz, ganz große Klasse. Ja, habe mich aber auch mit den ganz normalen billigen da, die ich mir, ich habe mal bei Amazon so viele kleine bestellt für 8 Euro. Da ging auch, ja, kein Thema. Und bevor ich dann, das waren halt so diese, ich habe es einfach nur versucht. Da habe ich dann diese Dinge rausgestempelt, rausgestanzt und habe die beiden Teile gemacht. Und ich habe. Seht ihr das, wie schön die glitzern? Ich habe mir da von. Ach ja, ich merke mir das immer nicht. Wing of Stella heißt das, glaube ich, hier diesen Brush. Mit denen habe ich dann hier über diese ganz normalen weißen Dinger da gemacht. Und guck mal, wie schön der glitzert. Der ist toll, ne? Ja, da sind wie gesagt meine ersten ATCs. Die muss man ja auch irgendwie nennen. Das weiß ich aber noch nicht. Da fummelt man sich ja erstmal rein. Die müssen ja auch eine bestimmte Größe haben. Jo, aber das klappt schon, ne? Mir gefällt halt dieses Eckige nicht, deswegen habe ich mir gestern noch so einen Stanzer geholt hier. Gestern vor allem, ne? Letzte Woche meine ich. Von Ideen mit Herz. Da kann man dann die Ecken rund machen. Weil ich weiß nicht, mit diesen eckigen, ja, wo es hinpasst, aber ich mag halt dieses Abgerundete, was ich immer bei vielen von euch ja so sehe, von, ach mein Gott, ey, jetzt krieg ich die Krise. Jackie heißt du. Du guckst bestimmt auch auf meinen Kanal. Ich glaube, du bist Miss Mumpfelarzt, ne? Und ja, die macht die immer so, so toll. Und ja, auch die Kreativprinzess hat jetzt auch angefangen mit ATCs und ja, die haben immer so schön abgerundet und das finde ich immer viel schöner. Dann habe ich mich einfach mal an den ersten Halloween-Sachen. Die habe ich einfach nur gemacht, weil mir langweilig war. Also weil ich im Prinzip was machen wollte. Und ich hatte von Sonja so eine ganz große Stanze bekommen. Da habe ich das hier ausgeschnittelt, ausgestanzt und habe von ja, Miss Mupfelart habe ich die hier, glaube ich, gekauft. Die Stempel, aber schon letzten Monat. Die hatte welche verkauft. Das ist mein blöden Kleber. Ey, da musste ich mich echt noch mit üben, was das angeht. Ja, und ich fand die Teile so schön. Da habe ich dann hier draus so eins gemacht. Einfach mal, kein Plan, was ich damit mache. Irgendwie wollte das als Cover auch gut aussehen.
Und von Sonjas Lieblingspipi. Sonja hatte mir so einen Stempel besorgt. Da habe ich mich mega gefreut. Das sind so tolle Stempel. Ja, die, also das ist wirklich null Planung. Ich habe es einfach irgendwie dann gemacht. Hier hatte ich noch so, wie hier auch diesen silbernen Rand. Und habe mich dann aber dazu entschieden, dieses schwarze Band zu kleben. Und das, ja, das zog sich immer so zusammen. Sorry, ich muss jetzt kurz Pause machen. Musste jetzt niesen. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja. Ja, dann habe ich dann halt diese Teile hier dran geklebt. Seht ihr ja. Ne? Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Das wubbelt sich so ein bisschen auf. Ja, das ist auch ein Hintergrund, den ich selbst gemacht habe. Ja, das habe ich dann noch zusammengewerkelt. War das noch was? Noch was? Noch was? Ja, ich glaube, das kennt ihr auch noch nicht. Mir so eine hier. Da habe ich auch mich an Hintergründen versucht. Auch das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und ja, da habe ich dann halt das draus gemacht. Fand ich auch ganz okay, wie das. Ich glaube, die nennt man Memory-Karten oder so. Habe ich noch einige hier, die hatte ich mir bei, ich glaube, auch Kreativbund vor Monaten oder so bestellt. Aber ja, die sind halt einfach weiß. Ich bin ein bisschen erkältet. Und da habe ich die mit, also da gab es ja bei Action diese Sprühfarben. Diese Sprühacrylfarben. Und damit habe ich den Hintergrund gemacht, ein bisschen Glitzer. Und ja, mit Hintergründen habe ich mich in den letzten Tagen auch so ein bisschen befasst. Und ich bin richtig süchtig danach. Und zeige ich euch auch mal ein paar, weil die brauchen wir gleich schon so zum Hintergrund gestalten. Also haltet euch fest, es wackelt. Wackelt. Na komm schon. So. So. Voll professionell wieder bei mir, ne? Das ist der Hammer. So, da hat man hier. Das habe ich mit, ja, ich glaube auch alles nur Stempelkissen. Muss ich jetzt kurz über, ja, alles Stempelkissen. Habe das so ein bisschen auf so eine Folie gemacht, nass gespritzt und einfach das Blatt drin rumgewälzt. Dasselbe habe ich damit gemacht. Und dann habe ich hier einfach so von so einer Schablone grob drüber gemacht. Waren also die ersten Versuche. Dann, die habe ich dann aufgetragen mit diesen Make-up-Schwämmchen. Mit diesen Bürstchen, ich zeige die euch mal. Die hatte ich mir einfach nur bei Action geholt. Diese Teile hier. Und ich bin von denen total begeistert. Dieses große Teil ist mir irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht, vielleicht auch, weil ich so kleine Patschehändchen habe. Aber das hier ist mein Liebling, den möchte ich heiraten. Und ja, richtig klasse. Ich habe mir jetzt bei eBay nochmal welche nachbestellt. Da sind 10 Stück drin, weil ich möchte nicht die Oxide mit den Inks. Das sind ja Unterschiede. Und ja, man braucht einfach ein paar mehr. Ist einfach so, wenn man dann suchtmäßig ist. Und mit denen hier natürlich auch. Ich habe mir von denen hier sind ja noch so Ersatzdinger mit dabei gewesen. Damit habe ich erstmal die Hintergründe gemacht. Ich wurde jetzt schon bei Instagram von ein paar Leuten gefragt, wie ich das gemacht habe in den Hintergründen. Das können wir auch mal machen. Wenn ich Zeit habe, kriegen wir die Hintergründe auch noch zusammen hin. Und ja, wie gesagt, die habe ich dann mit Wasser besprenkelt ein bisschen. Weil ich habe irgendwie, ja, entschuldigt, aber ich glaube, ich werde definitiv krank. Die dann ebenfalls. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Man kann dann der Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe auch erst immer gedacht, oh, krieg ich's denn nie hin? Ja, ich finde es eigentlich so an sich ganz gut gelungen. So, dann das hier. Das hier war, ja, eigentlich, ganz eigentlich, hier seht ihr noch den Anfang. So sah das auf dem ganzen Papier aus. Ich habe das mit diesen runden Stempel, Dings da, Bums da gemacht. Und das sah einfach kacke aus. Und ich wollte es aber nicht wegschmeißen. Also habe ich dann einfach noch das schwarze Kissen genommen. Und habe dann da so drüber gewuselt. Und habe von Fornlorn die Ameisenstempel genommen. Habe die einfach so drauf gemacht. Und fand die auch ganz cool als Hintergrund. Wo es hinpasst, das ist Geschmackssache. Mir gefällt es irre gut. Dann habe ich noch diesen hier gemacht. Mit Blau. Verschiedene Blautöne. Und den hier. Ich finde die unglaublich schön. So, und gestern habe ich mich dann hier. Ja, ich habe mir von Ideen mit Herz den Krakelee-Lack geholt. Und ja, klappt nicht. Ich habe es auf Papier probiert, ich habe es in verschiedenen Techniken versucht. Ich habe es auf Holz probiert. Irgendwas muss ich hier verkehrt machen oder ja, ich weiß nicht. Es klappt halt nicht. Dafür habe ich mir aber auch noch diesen
Kristalleislack und Lack ist es ja nicht. Das ist wie so eine Art Paste. Guck mal. Das ist mega schön. Ich zeige euch das mal. Ich habe so ein paar. Ja, sprich. Ein paar. Ich komme nicht drauf hier. Seepferdchen. Ja. Da habe ich die. Seht ihr? Das sieht so cool aus. So als Highlights. Und da steht drauf, guckt mal, damit ihr seht, das ist eine Schlüge. Trocknungszeit je nach Auftrag 1 bis 3 Stunden. Also das hier waren vielleicht 1 bis 3 Minuten, wo es getrocknet ist. Und das sieht so, so toll aus. So ein bisschen mit diesen komischen, wie nennt man das? Crushed-Eis oder so, ne? Also ich mag das total. Richtig cool. Ja, wo man jetzt stehen geblieben? Wieder total verpeilt. Ja, wie gesagt, das hat nicht funktioniert, aber ich denke, irgendwie werde ich den noch nutzen. Also ist mir eigentlich zu schade, um es wegzuschmeißen. Weil, ja, ist halt nicht, ne? Juti, gucken wir mal. Also irgendwie komme ich heute gar nicht in der Pötte. Geht's euch auch so? Schon die letzten Tage. Ich bin hundemüde. So, gucken wir mal, wie wir das hier machen. Ich hatte mir eigentlich gedacht, also ich schwanke ja zwischen dem und dem als Vordergrund. Und ich hätte eigentlich lieber das. Ich zeige euch mal, ich habe mich für diese Gorgeous hier entschieden. Ich schwanke noch. Ich war vorhin schon hier gesessen und hin und her und her und hin. Weil bei dem blauen kann das passieren, dass ich das dann so überladen habe und das. Nee, ich werde die hier nehmen. Gut. Guhuhu. Ich tue erstmal die Hintergründe hier zur Seite. Oh Leute, wartet mal kurz. Ich muss noch mal Nase putzen. Ich werde bestimmt krank. So, wieder da. Terö, habt ihr nicht gehört? So, ja, ich denke mal, das wäre ganz cool hier. Und das passt auch fast. Guckt mal. Das sind kleine Stückchen. Müsste ich dann abschnibbeln. Ich möchte das schon direkt hier vorne hin haben. Ja, das ist wirklich nur ein halber Zentimeter oder so. Das schnibbeln wir mal. Ich tue euch mal umplatzieren. Momento. So, damit ihr auch was seht hier. Ich hoffe, ihr seht was. Machen wir das Licht noch an. Also ich sitze schon hier am Fenster. Ja. Es ist trotzdem noch total dunkel, aber das kriegen wir schon hin. Was haben wir gesagt? So circa einen halben Zentimeter, ne? Und ich halt hier so ab. Seht ihr das? Ja, ne? Ja, so in so ein Kästchen reicht das vollkommen. Ich mache das hier immer so nach diesem Kästchen. Leider hat meine Matte hier so einen kleinen Buckel. Das nervt mich so ein bisschen. So. Kleine Ding hier muss ich nicht extra die Schneidematte rausholen. Ist ja recht vollkommen das Messer. Ups. Ich hoffe, ihr seht das. Ich mache das jetzt hier einfach nochmal so. Können wir mal? Ja, perfekt. Kommt ja noch mal ran dran. Ja. Gut, da würde ich mal sagen, Klebemaus raus. Wo haben wir sie denn? Oh, das ist auch noch die Olle von Kiwi. Ich mag die gar nicht. So, mach mich jetzt hier lieber, oder? Also, Klebemaus und ich werden nie Freunde. Klappt mir das? Das ist furchtbar mit dem blöden Ding. Nehme ich mir lieber noch einen anderen Untergrund wegen der Klebemaus. Sonst klebt nachher hier mein ganzer Tisch. So, ihr seht das doch hoffentlich, ne? Ich gucke mal so zwischendurch, weil ihr jetzt so neben mir steht und auch noch so schräg. Jetzt wird es ja langsam, aber sicher wieder so ein bisschen kälter. Ich habe schon diese Lust, ehrlich. Ich denke mir mal so, dass ich nächsten Monat auch wieder anfangen werde, ein bisschen was zu gießen. So, das
von Tedis kann ruhig schnell alle gehen, die ist kacke. Ist doch die von Tedis, oder? So, dann kleben wir mal. Ne? Knick in der Optik oder was hier? So. Nicht hundertprozentig gerade, aber ich weiß auch nicht warum. Hier hinten habe ich es genau angelegt. Ach, egal. Was ist nicht schlimm, es kommt ja sowieso was drumherum, ne? So, dann klebt das schon mal. Guck mal. So, ich tue jetzt den euren Block hier wieder runter. Schauen wir mal. So, wie gesagt, für diese Gorgeous hatte ich mich entschieden. Ja, die sieht schön aus, ne? Da drauf. Finde ich. Oh, ich sehe gar nicht, ob ihr das seht. Ich will, ja, so dürfte das gehen. Ne? So. Na also. Jetzt seht ihr zwar das Krakelding hier, aber was soll's. Professionell ist ja bei mir sowieso nichts, außer die große Klappe. So, dann nehmen wir hier so eine 3D-Pads. Damit mag ich die nämlich ganz gerne. Ich mag das, wenn sich das so ein bisschen abhebt. Wo sind sie denn jetzt so, die 3D-Pads? Das halbe Leben besteht aus Suchen, nicht wahr? So. Ich liebe diese Teile total. In Klammern denkste. Aber ich nehme die auch zu gerne. Ehrlich, das ist... Die abzufummeln, die sind so ein bisschen höher. Die gibt es ja auch noch vom Teddy. Die hier. Und die, da muss man aber zwei, und da kann man also nicht so in die Ecken so rein. Wisst ihr, wie ich das meine? Da kann man halt nur hier so. Aber ich mag die auch ganz gerne so in diese Ecken mit rein deuen. So. Ich mag wieder ganz viel Song. Was habt ihr so gemacht in den Ferien? Ich glaube, jetzt müssten ja überall, außer glaube ich die Bayern, ne? Die Bayern haben noch Ferien. Müssten ja langsam die ganzen Einschulungsdinger los sein. Durch sein, los sein vor allem, ne? Ach ja. So. Meine Tochter ist, wie gesagt, in der Zwischenzeit ausgezogen. Kommt aber regelmäßig zu Besuch oder wir treffen uns. Total cool. Jetzt hat man noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit ihrem Papi. Wegen dem, ja, wir haben ja das gemeinsame Sorgerecht und ja, er wohnt weiter weg. Ja, aber fürs Konto hätte er eigentlich mit hierher kommen müssen. Ne? Fürs Konto eröffnen für die Darlene. Und ja, wir dachten schon, wir kriegen das nicht hin. Aber durch dieses neue Datenschutzgesetz überweisen die das Geld auch nicht. So wurde uns das jedenfalls, als wir den Lehrvertrag unterschrieben haben, gesagt, die überweisen das nicht auf mein Konto. Also das, sie braucht alleine ein Konto, was natürlich auch Logo ist. Ja, sie wohnt ja jetzt nun bei ihrem Freund und das war so ein bisschen schwierig. Sie hat sich große Sorgen gemacht, aber wir haben es mittlerweile hingekriegt. War kein ruhiger Sommer. Obwohl Sommer, ne? Es war entweder kacke heiß oder Regen. Und es schwankt in den letzten Tagen bei uns wie im April. Mal Regen, mal Sonne. Gestern fing es früh an mit Regnen. Dann kam die Sonne mal wieder durch. Dann hat es wieder geregnet. Ich hatte zwischendurch auch mal meine Hüttensocken an, so kalt war es. So, jetzt kommt mein Lieblingsgefummel hier. Also das wird ein langes Video, sag ich euch gleich. Versucht zwischendurch da mal auf Pause zu machen. Ich werde jetzt mal schnell, weil das dauert eine Weile. So, der Kampf ist vorbei. Der Krampf vor allem. Ist ja mehr ein Krampf als ein Kampf. Und dann machen wir jetzt mal die hübsche Mausi hier hin. Ich würde sagen, hier, da haben wir noch genügend Platz dann für. So, ich drehe dann mal einmal um. Und drücke das dann nochmal fest, damit die auch alle schön dran sind. Ich mag das, wenn da so ein bisschen hoch steht. Diesen 3D-Effekt finde ich mega cool. So, jetzt gucken wir mal. Den Rand hier dran kriegen. Ich würde sagen, wir nehmen schwarzen.
sehr dezent abgerissen. Was haben wir hier schön? Nehmen wir den hier. Ach, der sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Die anderen sind relativ dick. Und hier noch irgendwie was Schickes. Nee, ich denke mir mal, wir bleiben bei dem hier. Das liebe ich wieder hier. Oh, ich freue mich schon so aufs Resin gießen. Ich würde gerade sagen, ihr auch. So. Könnt man hier eigentlich auch so ein bisschen hoch machen, dann ist der Rand komplett weg. Seht ihr das? Machen wir auch, wa? Machen wir auch. Schnippel mal hier weg. Geschnippelt ging ja. Runter in eine Schere und nichts geht hier. Sobald man so eine Schere mal benutzt, um so ein Klebepad hier durchzuschneiden, ach, kannst du die Schere vergessen. Furchtbar. Irre. Läuft, guckt euch das an. Das macht Späßchen. Jetzt ganz vorsichtig. Yippie. So, und dann kleben wir das. Mal gucken. Ach, ich will auch, dass ihr das seht. So. Kleben wir das mal hier schön hin. Muss man dann das hier oben. Das kann ruhig auch ein bisschen drüber gucken. Hier oben. Das ist nicht schlimm. Es ist ja das Cover. Da ist das nicht so schlimm. Finde ich jedenfalls. Hier sieht man es aber trotzdem. Wieso geht denn da zu hoch? Wir schieben einfach die Schuld mal auf das Scrapbook. Das Scrapbook ist schief. Sieht schon schnieke aus, wa? So, natürlich. Putzelisch. Selber machen wir hier unten doch mal. Probieren wir mal wieder alle Scheren hier durch, bis eine mal vernünftig schneidet. Vorne schön auflegt. Ich werde hier hinten nochmal ein Stückchen abschneiden müssen. Das auch passt. Geht die Fummel wieder los. Guck mal, was wir einen abkriegen. Wa? Ja, das nenne ich Talent. Es wurde sich ja neulich so ein bisschen mokiert, dass ich noch so langsam bin. Ja, ich bin auch langsam, weil ich bin der Meinung, ich bin ja auch Anfänger. Ich bin. Und da muss ich das auch nicht so wahnsinnig schnell machen. Ich möchte es ja auch ordentlich haben, wenn man das natürlich professionell. Und das ist das, was ich meine. Die Profis kommen dann, ja, du musst schneller werden. Natürlich muss ich schneller werden. Eigentlich muss ich auch nicht. Ich muss mal Zeit lassen. Ich muss mich dabei entspannen. Und wem das zu langsam geht, der kann ja zwischendurch einen Kaffee trinken oder abschalten oder so. Aber ich lasse mir da Zeit, damit das auch was wird. Und wie gesagt, ich bin Anfänger. Und so ein Schnell-Schnell-Schnell-Typ bin ich bei sowas schon gar nicht gewesen. Noch nie. Sieht schon ganz schnieke aus, ne? Jetzt haben wir mal hier an der Seite auch noch. Ich bin froh, dass ich mich doch für den Hintergrund entschieden habe, muss ich gerade sagen. Das ist ganz cool.
Ach, diese Fummelarbeit, die sieht mich ja nicht mal, ne? Teamfähig gleich null. Außer ich und meine vielen Persönlichkeiten. Übrigens, wisst ihr, was cool ist? Ivo Kunterbunt und mein Sohnemann, Ivo Kunterbunts Sohnemann und mein Sohnemann, Johnny, gehen also in dieselbe Schule und sind in dieselbe Klasse gekommen. Finde ich cool, da sehen wir uns ab und zu mal. Und ich grüße dich hier mal ganz, ganz lieb. Freut mich mega, vielleicht kann man da so ein bisschen mehr Kontakt haben. Ich habe ja so wenig Bastler so in meiner Gegend hier. Gar keine, außer Ivo. Muss mal ganz kurz auf Pause nochmal machen. So, da bin ich wieder. Ich habe ja noch so ein paar andere Sticker hier drin von Gorgeous rausgesucht. Nicht nur von Gorgeous, wie ihr seht, aber ich möchte dann hier so gerne so Gorgeous, oder wenn man das so, vielleicht kann man das auch so schräg machen, ne? Findet die olle Eule hier wieder den Anfang nicht. Ja, kann ich auch nicht, wenn ich auch anders mit reingestippt habe. Ja, wie so ein Schnitzel bekloppt von allen Seiten hier. So, jetzt gehen wir mal jetzt. So, das hier oder das hier oder das hier. Ich nehme, Mister. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Niemand nimmt das. Nee, niemand nimmt das. Oh, ich bin ja so entscheidungsfreudig, ne? Und dann nehmen wir das so. Nee, so gut. Mal gucken, ob es klappt. Ich lege es einfach erstmal so hin, noch nicht ganz festdrücken. Wo ist das O? Hier ist das O. Hier ist ein schöneres O. Dasselbe O. Doch selbe O. Ja, na klar ist ja dasselbe O.
er? Wo ist denn er? Wo ist denn er? Hier sind ganz viele. Oh, das ist cool. Er sieht schön aus hier. Ein hübsches J. Ist auch hübsch, ne? Ein bisschen groß hier. Wo ist das U? Ist auch ein ganz normales U. SS. Auch zwei verschiedene, das ist cool. Da kann man das letzte ist so ein bisschen groß machen. Passt sogar richtig gut. Ich brauche unbedingt mal so ein kleines Tischchen noch an der Seite, wo ich dann zwischendurch mein Zeug parken kann. Jetzt gucke ich mal, so einigermaßen gerade. Es muss ja auch nicht super perfekt gerade liegen, ne? Das ist ja auch. Jetzt esse ich noch so ein bisschen Luft hier. Pupsel ich nochmal runter. So, wenn man das nicht so richtig sieht, werde ich da hier auch mit dem Stift drum rumrollern. Ich nehme mal, da geht der her. Ich einfach jetzt den ganz normalen schwarzen. Sieht man das? Sieht man es nämlich schon ein bisschen besser, ne? So, ich mache das eben mal schnell und mache wieder auf Pause so lange. So, jetzt habe ich das hier umrandet. Da sieht man nämlich auch den Schriftzug ein bisschen besser. Ja, ich finde es gut. Mir gefällt es. So, gucken wir mal, was wir noch, ups, noch Schönes hier drauf klatschen können. Den hätte ich irgendwie schon ganz gern hier unten noch dran geklappelt. So wie Gorgeous Love, ne? Sieht ganz cool aus, oder? Gorgeous Love. Was meint er? Das Große oder das Kleine? Das Kleine, ne? Hier hin. Fällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, die Blumen werde ich dann auch noch umranden. Muss ich gleich mal gucken. Ich hatte mir vorhin hier noch so Zeug mit hingetan. Und weiß jetzt nicht mehr, wo. Habe ich das nicht hingestellt? Ach nee. Ich habe meine Vorbereitung herausgeholt. Jetzt weiß ich nicht, was ich hingestellt habe. Ach Mann. Warum eigentlich immer ich?
Ich gehe noch mal auf die Suche. Tut mir leid. So, jetzt habe ich die gefunden, habe noch vergessen, hier die Kämme wieder anzumalen. Aber ich habe mich ja entschieden, hier schnell noch um die Blume drumherum zu malen. Ich rede und rede und rede und stelle dann fest, ich habe gar nicht das Video angemacht. Einmal so diese Blume. Einfach so, könnt auch ein Edding nehmen oder so. Ist ja auch diese ganz schmalen. Ich habe jetzt einfach nur so ein. Ach Mist hier. Ach, nicht schlimm. Ich habe einfach so ein. Ja, wie nennt man das? Ein Feinliner habe ich jetzt genommen. Selber mache ich jetzt hier, weil hier dieses Love ist ja schon so umrandet. So. Jetzt haben wir das auch gemacht hier. Gucken wir mal hier in unser schönes Näppchen rein. Nicht noch was Hübsches haben. Guck mal, 1A-Zustand, wa? Oh. Nee, die fällt mir nicht. Und wir haben das hier noch. Wir haben hier auch noch ein paar hübsche. Sind hier noch so Bänder? Aber was wir haben, ne? Wir haben einfach genug Zeugs mit dabei. Ach, ich glaube, ich muss mich schon wieder beeilen. Das nervt mal jedes Mal, echt. Das sieht doof aus. Das auch. Das wird alles ein bisschen sehr groß. Gucken trotzdem noch mal hier rein. Ich finde schon noch was. Sieht ja ganz gut. Nee, das nehme ich nicht. Dann nehmen wir dann doch so einen Aufkleber hier. Würde ich mal sagen. Was heißt Aufkleber? So ein Dingelchen. Da haben wir dann reichlich. Jetzt haben wir mal alles raus. Oh, das sieht schön aus, dieser Kontrast, ne? Dieser. Die möchte ich nehmen. Die und keine andere. Das Gold passt eigentlich auch nicht. Mann, warum macht ihr das nicht Silber? So schnell. Ups, jetzt. Nee. Da ist er doch. Ich bin auch was behämmert manchmal. So, sind wir ja, ups, schon fast durch mit unserem Cover. Und trotzdem ist das Video wieder voll. Ja, das Gemecker wieder los, weil es so lange dauert. Ist mir aber rollo. So, da kleben wir richtig an. Diesen super geilen Kleber. Der ist wirklich ganz, ganz toll.
Aber leider hat Kreativbund den im Moment nur in Großpackungen. Und einzeln kann man den nicht kaufen, was ich auch nicht verstehe. Warum in Großpackungen ja, in Einzelpackungen nie? Aber es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Weil ich ihn am Bauwaffel habe. So, wenn das gleich getrocknet ist, werden wir da auch nochmal umrunden. Dann hätte ich gerne noch so ein bisschen Deko da dran. So ein little bit. Ich mag ja diesen, weil das diesen Kontrast so schön hat von diesen Steinen. Das werde ich jetzt auch machen. Und dann sind wir nämlich auch mit unserem Ding hier fertig. Also diese beiden kommen da auf jeden Fall mit hin. Tür, ne? Yibi, er ist wieder fest. Ah. Oh, wieder ein Loch in Pieksen. Wartet mal. So, schnell ein Loch in die Pieks, damit er auch wieder rauskommt hier. Das geht ganz schnell. Da ist vorne die Spitze dicht. Mein Püppi spielt drüben wieder. Irgend so ein paar Kleinigkeiten hätte ich ja dann auch noch, aber was? Ich will auch nicht zu viel drauf donnern, sonst sieht das nämlich schon bekloppt aus. Irgendwie so ein paar kleine Steinchen hätte ich hier gerne noch. Ja, jetzt wäre es schön, wenn meine Bestellung von Kreativbund schon da wäre. Da habe ich nämlich die Nuvo Drops bestellt. Aber ja, das dauert noch. Ich würde sagen, ich nehme diese dunklen hier noch mit. Die dunkleren Steinchen. Ich mir mal ein paar raus von. Nicht zu viele, sonst sieht es nachher auch doof aus. Was so hier und da. Ein Steinchen noch mit hin. Ist schon wieder dicht. Der Bude ist schon wieder dicht hier. Ich muss mich beeilen. So, jetzt das Video und ich habe keinen Bock noch, diese blöde. Ich kann es ja jetzt nicht mehr, weil mein interner Speicher so weit voll ist. Ich pupsel mal kurz nochmal das Loch frei. So, das verstopft nämlich immer wieder hier das Loch von dem Aroma gerade stehen blieben. Ich kann diese komische App nicht mehr laden, wo ich die Videos zusammenschneiden kann, weil mein interner Speicher zu dolle dicht ist. Ich brauche ein neues Handy. Meine Tante hat sich jetzt eins geholt. Ein neues. Die kriegt ja dann immer alle 2 Jahre oder so ein neues. Und dann kriege ich ihr es dann. Ich dann wieder ein Samsung. Und der hat richtig schön reichlich internen Speicher. Meine hat nur 6 oder so. 6 GB intern. Und das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. So, meine Lieben. Ich würde sagen, ich werde mich zwischendurch schon mal verabschieden. Wenn ich dann nämlich gleich einfach weg bin, damit ich nicht hier weg bin, ohne Tschüss zu sagen. Auf jeden Fall, wir sehen uns, wo ist es jetzt hin? Wir sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage. Wir machen dann weiter hier mit unserem Scrapbook. Als nächstes würde ich sagen, machen wir das Cover für das Kawaii-Scrapbook. Und dann nehmen wir wieder das Große. Ich bin mit denen jetzt schon ganz zufrieden. Ich finde es super mega süß. Und ja, wenn dann die Zeit so hinhaut, dann sehen wir uns die Woche. Ich bin halt die Woche alleine bis abends. Da ist es immer, jetzt geht's. Jetzt, mein Mann geht gleich was los zur Reha.
Da kann ich das jetzt schnell machen. Das ist immer je nachdem, wie dann so die Zeit ist. Weil meine Kleinste geht ja noch nicht in die Kita. Wir haben noch keinen Platz gekriegt. Aber die Woche werde ich mich auf jeden Fall noch mal melden. Und dann machen wir auch eine Roomtour. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ja mal drunter schreiben, ob ihr Bock habt auf eine Roomtour. Hier könnt ihr noch eins hin. Das sieht nackt aus da. Hier eins noch hin. So. Oh, das ist jetzt schon wieder zu. Das gibt mir doch eine Schür. Und ich dann ganz fest drauf drücke, kommt alles rausgeschossen, ne? Kennt ihr bestimmt auch. Hier noch. Diese zwei machen wir noch und dann sind wir durch. Dann sind wir durch, ja. So. Streich rausgeholt. Gleich, ihr seid weg. Also wenn ihr weg seid, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Restwoche, bis wir uns dann wiedersehen. Und oh, wieso ist denn das nur schwarz? Das ist ja total blöd. Wenn ihr Bock habt. Ist heute wieder so ein bisschen Schlamussel-Klamussel, aber ja, das kennt ihr von mir, ne? Ich hoffe, dass ich nicht noch richtig krank werde. Da habe ich nämlich jetzt echt keinen Bock drauf. So. Da ist er fertig. Das Scrapbook. Das Cover. So, ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Also ich finde es ganz klasse. Super geworden. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es cool, mal wieder mit euch zu quatschen, auch wenn ich hier einen auf Alleingang mache. Und wie gesagt, die Woche komme ich auf jeden Fall nochmal und gehe euch auf den Sack, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann schaltet ihr halt einfach nicht ein. Ne? Juti, ihr Lieben, bis dann dann. Tschüss.